Sind da. Ich danke. Ich begrüße euch heute am 25. Januar 2024 zur 20. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Deutschland, Landesverband NRW. Das war jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander. Eventuell auch in NRW ein bisschen rausbringen. Ich habe auch im Ressort 4 mitgeholfen mit Social Media Bild und war bei den Haushaltsbudgetberatungen. Danke, Isan. Und dann haben wir noch den Martin. Ja, ich habe an der Grundsteinlegung der neuen Gesamtschule in Nevigis teilgenommen und das ist dadurch entstanden, dass da ein Grundstein gelegt wurde für eine sechsjährige Schule, weil wir mal vor 2017 in einer Sechser Koalition einen Antrag gestellt haben, der eine Gesamtschule in Nevigis ermöglicht. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass da jetzt so gut angenommen wurde, dass da jetzt sechs Züge entstehen. Dann war ich auf der Klausurtagung des Kreises Mettmann
der Gruppe. Diverse kommunale Sitzungen und habe hier im Landesvorstand an der Sitzung zur Budgetplanung teilgenommen. Danke dir, Martin. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit Bericht Statistik. Da haben wir einmal die Mitgliederzahlen, Stand von gestern, 1374, davon stimmenberechtigt 446. Dann haben wir einen Barkassenbestand. Martin hat mal wieder zur Bargeld in der LGS gezählt. Stand 15. Januar sind 144,60 Euro in der Kasse. Die Kontostände sind vom 28.12., müssten wir dann bei der nächsten Sitzung mal wieder aktualisieren. GLS-Girokonto 8.777,88 Euro, Zinsertragskonto EMA 29,99 Euro. Dann bei der Stadtsparkasse Düsseldorf-Girokonto 63.458,89 Euro. Und das Renditekonto 186.713,11 Euro. Auch die VKV-Kontostände haben wir mal wieder erneuert, auch wenn sich da momentan nicht viel tut. Stand 15. Januar findet ihr auf unserem Vorstandsportal vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Gibt es hier Fragen oder Anmerkungen? Dann mache ich weiter mit den Terminen. Da haben wir morgen, 26. Januar, 19.30 Uhr, wieder die WKO-Sitzung, die jetzt wöchentlich ist. Am 31. Januar ist um 19 Uhr die AGÖ-Sitzung im Mandel NRW. Dann haben wir hier ein paar Deadlines, und zwar einmal aus der Bundesgeschäftsstelle die Deadline für unbestätigte Unterstützungsunterschriften ist der 31. Januar. Die Deadline für die bestätigten UUs wäre dann der 1. März 2024. Deadline für unsere Regional- und Kreisverbände, was den REBE angeht, ist der 31.3.2024. Dann noch nicht terminiert, aber in Planung ist der erste Landesparteitag im April diesen Jahres. Die Wiki-Seite existiert schon, also kandidieren und Anträge stellen ist bereits möglich. Dann haben wir hier noch am 8. Juni den CSD in Bielefeld im Kalender stehen und am 9.6. die Wahlen zum Europaparlament. Haben wir hier noch was Wichtiges vergessen? Okay. Die Termine der Piraten NRW findet ihr auch immer auf unserer Webseite im Menü unter Termine, also Sitzungen, Stammtische, Infostände und sonstige Veranstaltungen. Wenn ihr eure Termine dort nicht seht, gebt uns Bescheid, damit wir das nachtragen können und auch möglichst viele Leute darüber informiert sind. Gut, kommen wir zu den Anträgen. Da haben wir mit der Nummer 514833 einen Antrag von der Sandra aus Krefeld, Bündnis gegen Rechts Krefeld, die Piraten, da fehlt irgendwie Text. Ich gehe mal eben in das Ticket rein. So, die Sandra hatte nämlich schon gesagt, dass sie heute Abend nicht kommen kann. Ich lese den Antrag mal vor.
Hallo Vorstand NRW, ich habe mich in Krefeld für den 3. Februar als Teilnehmerin an der Demo gegen Rechts angemeldet und FFF Krefeld um einen Redeslot gebeten. Da stehe ich nun auf einer Sammelliste. Am 21. Januar gab es den Aufruf, da gab es den Aufruf, dem Bündnis beizutreten und die Piraten Krefeld sind auch schon im Sozialbündnis und im Bündnis Fest ohne Grenzen, was ebenso ein antifaschistisches Bündnis ist und Fest gegen Rechts ausrichten. Deswegen möchte sie gerne mit den Piraten Krefeld diesem neuen Bündnis beitreten und vielleicht schafft sie es auch noch auf die Rednerliste. Ihr Antrag, die Piraten Krefeld treten im neuen Bündnis gegen Rechts bei. Unser Logo würde dann auf dem Plakat, was wir im Anhang im Ticket haben, zu finden sein, auftauchen. Ja, das ist der Antrag. Das wäre auch schick. Wir haben, also Sandra hatte auch schon das Logo der Krefelder Piraten rausgesucht, hat mir aber dazu auch noch gepostet, dass das eigentlich wirklich nicht mehr aktuell ist, weil da ist noch dieser Seidenweber mit drin und die Stadt Krefeld ist das irgendwie gar nicht mehr. Ja, und außerdem haben wir ein bisschen ein Problem mit VKV-Anträgen aus Krefeld, weil die Sandra ist da ganz alleine. Normalerweise bräuchte sie mindestens noch einen Unterstützenden aus ihrem VKV plus noch einem zweiten, der die nicht zwingend aus dem VKV sein muss. Vielleicht kann ich da helfen. Ja. Das ist jetzt hier kein Finanzantrag. Aus dem Grunde ist auch diese Vorschrift mit den zwei Piraten aus dem VKV und so nämlich nicht drin. Das ist quasi ein politischer Antrag. Ich Ja, denke mal, richtig. das können wir auch so, glaube ich, abstimmen. Wenn die Regelung nur auf Finanzanträge sich bezieht, dann theoretisch schon. Meine Frage wäre jetzt noch gewesen, vor allen Dingen, weil das Logo so veraltet ist, ob wir das nicht als Piratenpartei NRW unterstützen können. Das wäre der größere Kniff. Den, also, wäre ich als auch für. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass du da zweifelst, würde ich das auch sagen, dass wir das so machen. Ja, dann würde ich nämlich der Sandra sagen, sie soll einfach unser NRW-Logo da weitergeben, damit das dann mit auf dieses Plakat kommt. Dann habe ich noch den Reinhard im Sprechen. Antrag von der Sandra, von der Kollegin aus Krefeld. Der LV sollte das unterstützen. Ja, wir sind ja auch schon dabei. Danke dir. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Dann würde ich das einmal kurz durchstimmen. Also, wir einigen uns darauf, dass das Piraten-NRW-Logo damit draufkommt. Und stimmen in diesem Sinne ab. Einmal von oben, Martin. Dafür. Wolf. Dafür. Ich bin auch dafür und Isan? Natürlich dafür. Wunderbar, dann danke ich euch. Isan, kannst du das der Sandra so weitergeben? Ja, mache ich. Und ihr auch den Link zum NRW-Logo dazugeben direkt. Müsste ja auch irgendwo im Wiki sein. Jo. Das wird zwar, also ich kann es ihr heute noch schicken, sie wird es aber erst morgen sehen, denke ich. Alles klar. Gut, weitere Anträge haben wir nicht. Aber zwei Umlaufbeschlüsse. Und zwar einmal Ticket 514433, um diesen VKV-Antrag gewesen vom 11. Januar.
vom Büropiraten, vom Ingo. Da geht es nochmal um die Kosten des Lagers für einen weiteren Monat. Das Lager soll ja jetzt im Januar aufgelöst werden. Dafür brauchten sie auch einen Mietwagen, um die Sachen zu transportieren. Und insgesamt haben sie ein Budget von 69 Euro beantragt. Und das haben wir genehmigt. Und der zweite Umlaufbeschluss, Ticket Nummer 514641, Wahlkampfbudget zur Europawahl. Das war ein Antrag vom Wolf in Abstimmung mit uns nach bzw. während unseres Arbeitstreffens. Hiermit beantrage ich für die Europawahl 2024 ein Wahlkampfbudget von insgesamt 30.000 Euro zu beschließen. Die Aufteilung dieses Budgetrahmens auf NRW und Bund oder andere Bundesländer sowie Verwendungszwecke sollen in der Sitzung des Landesvorstands heute am 25. näher detailliert werden. Und auch diesen Antrag haben wir angenommen. Gut, dann Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es jemanden, der uns da was berichten kann? Irgendwelche neuen Stammtische, Infostände, Demo-Teilnahme, sonstiges, der möge gerne in den Sprechenraum kommen. Gut, ich habe eine Sache, und zwar am Samstag Riesendemo gegen die AfD in Düsseldorf. Start ist um 12 Uhr am DGB-Haus. Entsprechenden Link suche ich gleich noch raus. Ich hoffe, ich bin noch zu hören, ansonsten spinnt gerade mein Laptop ein bisschen. Die Piraten Düsseldorf unterstützen das. Wir sind da im Bündnis. Düsseldorf stellt sich quer. Die SSQ, die haben dazu aufgerufen. Ist auch schon mehrfach durch die Medien gegangen jetzt. WDR hat schon berichtet. Rheinische Post hat schon einen Riesenartikel geschrieben. Man befürchtet ein extremes Verkehrschaos, weil bis zu 30.000 Menschen erwartet werden, obwohl die Bundesbahn streikt, beziehungsweise die Gewerkschaften streiken und da wahrscheinlich von außerhalb gar nicht so viele Leute kommen können. Ich habe jetzt vorhin gerade gelesen, dass die Abschlusskundgebung dann wohl auf die Rheinwiesen verlegt worden ist und nicht beim Johannes Rauhaus wegen der erwarteten Mengen. Ja, richtig. Schwierig wird es wahrscheinlich auch am Anfang werden, weil das DGB-Haus ist ja direkt am Bahnhof und alle, die dann eben irgendwie mit ÖPNV anreisen, werden sich dann ab Bahnhof da irgendwie schon stauen. Aber uns freut das natürlich. Okay, den Link zu dem Aufruf und zu unserem Twitter paste ich hier gleich noch rein. So, dann aktuelles zur Europawahl. Ja, da gibt es gerade von unserer Seite nicht so viel Neues. Ich hatte ja erzählt, dass ich noch in einem Zusatzmeeting war eine Zusatzsitzung zum Plakatdesign. Da ist am Dienstag fleißig gebastelt worden. Und ich hoffe, dass da auch jetzt Plakatentwürfe entstanden sind, mit denen dann morgen alle Gefragten einverstanden sind. Was wohl noch fehlt, sind die entsprechenden Fotos von den KandidatInnen, aber das soll dann wohl jetzt auch die Tage alles passieren. Also hoffen wir mal, dass die dann doch noch relativ pünktlich kommen.
Gut, dann sonstiges Wichtiges. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt. Resort 4, Gesundheit, Familie und Soziales, hat sich am 15. Januar gegründet mit ein paar PiratInnen. Die treffen sich jetzt jeden Montag im Big Blue Button. Es gibt eine Wiki-Seite, die ist, habe ich ja auch ins Protokoll reingepackt. Da ist auch ein Einladungslink zum Big Blue Button drin. Die freuen sich natürlich über weitere MitstreiterInnen. Momentan ist das Resort etwas gesundheitslastig, was ja nicht verkehrt ist. Also von der Thematik her. Wir hoffen, dass wir da auch bald dann in Form von Statements, Blogbeiträgen und so weiter etwas bekommen aus der Gruppe. Also wie gesagt, jeden Montag 18 Uhr im Big Blue Button und der Termin ist im Kalender eingetragen. Und es findet sich auch im Wiki. Gut, dann haben wir hier als nächstes Budgetplan. Arbeitstreffen ist ja jetzt gewesen. Wolf, it's your turn. Okay, wir haben, also zum einen gibt es eine allgemeine Planung, die wir im Prinzip herausentwickelt haben aus den vorliegenden Zahlen. Ich habe letzte Woche noch den oder vorletzte Woche schon den Rechenschaftsbericht für NRW für 2022 unterzeichnen können und weitergeleitet an den Sven, der es dann wiederum an die Wirtschaftsprüfer weitergegeben hat. Von da ausgehend haben wir natürlich Übertragung gemacht, haben das für 2023, da liegen die Zahlen ja auch weitestgehend vor, extrapoliert und dann mal geguckt und gespielt, was wir eigentlich mit dem Geld, das wir haben, anstellen können, damit wir im Prinzip jetzt in der Europawahl was machen können und gleichzeitig zu den ebenfalls sehr wichtigen Kommunalwahlen in NRW im Folgejahr noch was übrig haben. Und auf dieser Basis kann man dann schön sehen, wie sich das entwickelt, wenn man Budgets zum Beispiel für die Europawahl bereitstellt. Die wiederum ist wichtig, weil wenn wir da unter 0,5% kommen, dann werden wir die Parteienfinanzierung verlieren. Die läuft über den Bundesverband, also sollte man tunlichst alles daran setzen, die Europawahl entsprechend zu bewerben. Unter dem Aspekt sind wir dann hingegangen und haben auch das eben berichtete Wahlkampfbudget festgelegt, wobei das nicht einfach nur Geld ist, was wir in den Raum stellen, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass wir heute hier diskutieren, mit welchen Auflagen wir das versehen, weil also ist schon viel Geld, was wir in die Hand nehmen. Wir wollen das ja nicht einfach so verstreuen und sagen, macht doch, was ihr wollt, sondern wir hätten ganz gerne, dass das auch sinnvoll genutzt wird, werden das gleich bestimmt noch besprechen und haben darauf basierend dann Vorschläge erarbeitet, wie man das machen könnte. Dass wir so ein Budget beschließen, das haben wir in dieser Arbeitssitzung zur Budgetplanung tatsächlich auch beschlossen, damit ich wiederum in der Lage war, für die Grundversorgungsplanung des Bundes Aussagen zu treffen. Die sind positiv aufgenommen worden, also NRW ist tatsächlich mal ausdrücklich gelobt worden und das führt dazu, dass die Planung, die vorsichtige des Bundes in dem Thema eher sogar übertroffen worden ist und ja, ich denke, das ist so das Grundgerüst. Wir hatten bei der Europawahl die Vorstellung, dass wir dieses Budget teilen, brüderlich, schwesterlich sozusagen, und dass zum einen Verbänden im Bund auf Landesverbandsebene bereitstellen, die zwar vielleicht noch engagierte Piraten haben, aber nicht die notwendigen Mittel, um zum Beispiel Plakate zu kleben. Und auf der anderen Seite, dass wir die natürlich hier auch in NRW allen Interessierten, die Lust und vor allen Dingen Zeit und Motivation haben, zur EU-Wahl mitzumachen, Plakate zu kleben oder Infostände zu machen, das ebenfalls zukommen lassen. Ich denke, das sollten wir dann gleich mal
noch besprechen und abstimmen, wie das konkret aussehen könnte. Und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, den wir hier in die Sitzung geschoben hatten. Und falls erwünscht, kann ich dazu Vorschläge machen. Ich sehe jetzt niemanden mit einer Frage oder einer Anmerkung. Ja, sollen wir das jetzt direkt in einem durchmachen, Wolf, oder nach der Sitzung? Oder? Also ich denke, dass alle Piraten in NRW angeht, weil das hier durchaus im öffentlichen Teil der Sitzung machen, ist ja kein Geheimnis. Und dann würde ich jetzt gerade den kleinen Moment nutzen, um im Prinzip vorbereiteten Ideen mal aufzumachen und einen abstimmungsfähigen Vorschlag hier ins Pad reinzuschreiben, den wir dann als Grundlage für etwaige Nachfragen und Diskussionen und dann zur Beschlussfassung nehmen können. Wäre das so in Ordnung? Zustimmung durch Schweigen. Okay, du hast den Job, hieß das früher, genau. Genau, ich bin jetzt mal drin. Kopiere das einfach raus, was da so vorbereitet ist, und dann sehen wir mal weiter. So, jetzt muss ich dann das wiederfinden, wo es einzufügen ist. Genau. Sollen wir das unter diesen Beschluss setzen? Die Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist ja erfolgt. Das heißt, das ist abgeschlossen. Was jetzt anstünde, wäre noch die Detaillierung. Also das mache ich dann vor die Doppelklammer, okay? Nee, da machst du dann womöglich das Wiki kaputt. Nee, wir sind ja jetzt in Zeile 240 bis 42. Ah, Budgetplan, alles klar. Gut, habe das hier erspäht und werde es jetzt auch einsetzen, alles klar. Gut, bloß nicht vor irgendwelche Wiki-Klammern setzen. Okay, ist es jetzt zu sehen? Ja, ne? Jo. Also ich erläutere das vielleicht dann auch mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir, wie schon gesagt, das aufsplitten wollen. Das Wahlkampfbudget für die landeseigenen Verbände, und zwar können das KVs wie auch VKVs sein. Wir haben ein Budget gedacht für Kopfplakate von Sven und Helda, dass wir da Plakate kostenlos abgeben für jeden, der sie braucht, haben dafür mal eine Stückzahl von 300 soweit angesetzt. Wir haben oder werden Plakate vom Bund abnehmen, sofern denn da auch Motive rumkommen. Diskussionen dazu gab es, da wird auch die Vaku vielleicht was dazu sagen können. Und dann gäbe es noch den Bereich Social Media Campaigns für die Direktkandidaten, für die wir was eingeplant haben. Und Merchandise, Flyer, Sonstiges. Es gibt einen Piratenshop, wenn man da irgendwas braucht, was man bei Infoständen oder bei anderen Gelegenheiten, Flyern, sonst was, was euch einfällt, was man da brauchen kann. Hatten wir die Idee, dass jeder NRW-Verband bis zu 350 Euro sich das bestellen kann und das dann auf den Deckel des Landesverbandes geht und nicht die Budgets der VKVs oder KVs belastet. Was die andere Seite angeht, die Mittel für Bund und andere Landesverbände, die da vielleicht nicht das Budget, aber die Motivation und die Aktiven haben, würden wir ein Budget für Plakate zur Verfügung stellen.
Voraussetzung dafür wäre, dass wir davon ausgehen können, dass diese Plakate, die damit gekauft werden, dann aber auch noch gehängt werden können. Und das wiederum führt dazu, dass man es sehr einfach zurückrechnen kann. Wir haben die Europawahl im Juni 2024. Die Plakate müssten also bis Mitte April etwa geliefert werden, damit sie dann auch noch logistisch in die anderen Bundesländer kommen und da auch an Laternenfälle und was sich so anbietet, angebracht werden können. Und in der Rückrechnung, dann muss die Drucklegung entsprechend früher passieren und die Bestellung über den Landesverband NRW muss dann bis Ende Februar erfolgt sein, damit das Geld tatsächlich auch noch so ankommt. Wir würden dann da auch mit den Herstellern der Plakate versuchen, noch Dropshipping abzuklären, damit das nicht beim Landesverband hängen bleibt, sondern dann auch direkt die Empfänger erreicht, die die Plakate dann noch hängen wollen. Daneben haben wir gedacht, ein zweiter Teil, weil ja nicht nur Plakate Öffentlichkeit schaffen, sondern auch Social-Media-Kampagnen, wenn der Bund eine solche Kampagne auflegt und dabei Kosten entstehen, die für die Direktkandidaten oder für allgemeine Themen der Piraten angelegt sind, dann würden wir bis zu einem Maximalbetrag von 5.000 Euro nachgewiesene Kosten refinanzieren, also erstatten. Ja, das ist so der Grundgedanke dahinter gewesen. Rechnet man alles zusammen, kommt man auf 15.000 für den Bund bzw. andere Länder und 15.000 für NRW. Und zusammen mit den Budgets, die ja auch im Bund und in anderen Ländern existieren, hätten wir dann einen Wahlkampf inzwischen von deutlich über 100.000, also im sechsstelligen Bereich. Das sollte eigentlich, wenn wir diese Parade hinkriegen und die WKO mal so weit ist, dass da nicht nur von gesprochen wird, sondern auch Motive festgelegt sind und die tatsächlich Produktion losgehen kann, zeitnah, das wäre schon ordentlich, wenn wir das hinkriegen würden. Ja, Fragen aus dem Zuhörerraum? Ich hätte da noch eine Anmerkung bezüglich Merchandise, Flyer und so weiter. Was wir noch gar nicht wissen ist, welches spezielles Material es geben wird für die EU-Wahl, was ja von Interesse sein könnte, und ob dann dieses Material tatsächlich auch über den Shop, den Niedersachsen-Shop, vertrieben wird oder irgendwie auf anderem Wege verteilt, dass man das vielleicht einfach jetzt, wenn wir eine Beschlussfassung machen, nicht auf den Shop grundsätzlich nur beziehen, wäre mir ganz recht. Das ist eine gute Anregung. Wäre dann im Prinzip jedem überlassen, auch andere Quellen zu nutzen. Ist es das, was du meinst, ne? Ja, also dass wir vielleicht da reinschreiben, spezielles Merchandise-Flyer für die EU-Wahl, weil dafür soll es ja sein und nicht eine allgemeine Infostandausstattung über den Shop oder andere Piratenkanäle, vielleicht ist man das so irgendwie formuliert. Ja, also andere Kanäle wäre ja eindeutig irgendwie Eigenbestellung oder ähnliches. Also aus meiner Sicht spricht da überhaupt nichts dagegen. Gut. Ja, und für Punkt 2, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen,
Die 10.000 Euro, die wir dann quasi anderen Gliederungen zur Verfügung stellen für Plakate, da müssen wir uns dann halt noch ein kleines Prozedere überlegen. Nicht, dass morgen hier schon die ersten Menschen Plakate bestellen. Wir hatten ja dann überlegt, wenn es zum Beispiel eine kleinere Gliederung ist, irgendein Kreis oder so, dass wir das dann gesammelt vom Landesverband gerne hätten als Info. Aber wie genau wir das dann machen mit dem Transfer und so, das müssen wir uns halt noch überlegen, bevor wir das dann quasi bundesweit verteilen. Naja, mit der Beschlussfassung ist da zumindest die Grundlage gelegt, aber es gibt ja einschränkend auch ein paar klitzekleine Bedingungen, zum Beispiel, dass überhaupt das notwendige Design für die Plakate vorliegt und final verabschiedet ist. Ist das denn schon der Fall? Nee, ich hatte das ja, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, dass wir diese Sondersitzung gehabt haben zum Plakatedesign. Da hat man sich jetzt auf im Grunde die Version geeinigt, die wir mehr oder weniger auch schon zur Bundestagswahl hatten. Da fehlen jetzt noch die entsprechenden Fotos der KandidatInnen und dann muss das dann nochmal irgendwie finalisiert in dieser WKO abgesegnet werden. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich weiß nicht, ob wir das morgen schaffen, ansonsten dann in der nächsten Woche. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir das hier jetzt verabschieden und uns dann vornehmen, bis zur nächsten Woche, sei es über einen Umkehrschluss, mal miteinander telefonieren, Mails schreiben, versuchen, ein gewisses Prozedere bereitzustellen. Ja, hört sich gut an. Genau. Fragen aus dem Zuhörerraum, da habe ich bisher noch nichts vernommen. Gibt es irgendwas, was euch noch interessieren würde dabei? Elda, kannst du das irgendwie in einen in eine Antragsform bringen, was der Wolf da geschrieben hat, dass wir das abstimmen können als Antrag? Ja, ich versuche das mal. Moment. Ja, Fragen, Anmerkungen. Ich sehe schon alle sehr erschlagen von der Summe, die da im Raum steht. Ansonsten, wenn da nichts mehr kommt, dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir dann zumindest in der Vorstandsrunde zur Abstimmung schreiten. Gut, dann machen wir das doch. Fangen wir doch mal unten an. Isan. Ich bin auch dafür. Wolf. Ich habe es vorgeschlagen. Ich bin dafür. Martin. Dafür. Gut, wunderbar. Dann haben wir auch das einstimmig angenommen. Der Elder bastelt uns da, was ist das dann noch im Wiki aussieht, wie ein Antrag. Beziehungsweise Beschluss. Okay, dann haben wir als letzten Punkt hier noch den Landesparteitag, den wir planen im April. Wir hatten eine Anfrage gemacht in Düsseldorf, wir haben da leider eine Absage bekommen. Denn die Schulen, die da für uns in Frage kämen, die haben uns alle gesagt, dass da Abitur Klausurzeit ist und dass sie ihre Säle ebenfalls dafür nutzen und deshalb aus organisatorischen Gründen nicht zur Verfügung stellen können. Ja, es wird langsam ein bisschen eng. Ich habe heute auch euch, liebe KollegInnen, ein CC gesetzt, die Anfrage an das Klärwerk Krefeld geschickt. Da mache ich mir allerdings ein bisschen Sorgen, dass die unserem Budgetrahmen bleiben, weil es ist wirklich eine sehr coole Veranstaltungslocation.
Ich glaube nicht, dass die mit unseren 1500, max 1500 Euro zurechtkommen. Alle anderen Veranstaltungsorte, die mir so einfallen, inklusive Bali hatte ja in Bielefeld die 2, 3 Locations abgefragt, passen zurzeit nicht. Ein bisschen was habe ich jetzt noch offen. Ich werde auch nochmals in Herne anrufen. Da gab es ja einen Eigentümerwechsel, was dieses Akademiegebäude angeht. Und bisher, letztes Telefonat war Ende Dezember, hatten die irgendwie noch keinen Plan, wie sie jetzt diesen Saal und wem anbieten und wer da überhaupt zuständig ist. Da werde ich dann nochmal probieren die Woche, halt euch da auf dem Laufenden, aber sowas richtig Positives kann ich da nicht berichten. Gut, haben wir noch was für sonstiges Wichtiges für heute Abend? Das ist nicht der Fall. Haben wir einen NÖ-Teil heute? Das ist auch nicht der Fall. Da muss ich jetzt scrollen. Moment. Dann, unsere nächste Sitzung ist überraschenderweise wieder in 14 Tagen, das ist der 8. Februar 2024, wieder um 20.30 Uhr und selbstverständlich auch wieder im NRW-Mumble. Und damit würde ich dann jetzt, nein, ich würde nicht, ich tue die Sitzung beenden um 21.21 Uhr. Vielen Dank. Danke für die Einladung, Marco. Und danke, Hilda, fürs Protokollieren. Und überhaupt danke. Ja, möchte ich mich auch bedanken, weise aber vorsichtshalber darauf hin, dass der 8.2. Weiber Fastnacht ist. Ist das für irgendjemand hier ein Problem? Ich verkriege mich da sowieso immer zu Hause. Also ich werde da nicht da sein. Ja, das ist eine gute Entschuldigung. Aber wir machen trotzdem eine Sitzung. Lass uns mal, wenn wir jetzt dann auch nicht beschlussfähig wären oder so. Genau, lass uns einfach knallen. Zack. Ja, besaufen uns zu Hause, geht auch. Und lallen uns freundlich zu. Okay, so machen wir das. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Und wie gesagt, eine lobende Erwähnung von NRW haben wir uns schon mal eingefangen. Und ich bin mal gespannt, wann der Bundesschatzmeister wegen der Konditionen der Abgabe auf mich zukommt, weil das hatte er sich vorgenommen. Okay, das ist dann auch alles, was ich morgen für die WKO wissen muss, ne? Genau, alles klar. Super, danke dir. Ja, ich wünsche auch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende kann man Donnerstagabend auch schon wünschen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle zusammen. Tschüss. So, euch auch tschüss. Ich bereite auch extra für nächste Sitzung dann einen Tusch vor oder so. Mal gucken. Bis denn. Ja, yeah, das brauchen wir. Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird. Nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe, einen umlagefinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mitdenken.